Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Das hier sind die Soundpeats Live. Kleine günstige In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling. Die hatte ich in den letzten Wochen des Öfteren in den Ohren, habe alles durchgetestet und will euch jetzt hier meinen Erfahrungsbericht geben. Was kann man erwarten für, ich sag's direkt am Anfang, haltet euch fest, 40 Euro. Ja, 2x20, 40 Euro mit Active Noise Cancelling. Ich muss sagen, ich war mal wieder positiv überrascht. Für mich steht Soundpeats wirklich für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich hatte schon mal Active Noise Cancelling Kopfhörer von der Firma. Die waren auch echt, ich sag mal, für den Preis überzeugend. Ich werde vielleicht ein oder das andere Mal hier einen Vergleich ziehen zu den AirPods, was allerdings stark hängt oder hinkt, denn da kann man sich ja ein paar Stück hiervon kaufen. Aber egal, die benutze ich eben oft im Alltag und auch die hier sind den Alltagstest mit mir durchgegangen. Spielzeit, fangen wir mal mit den Specs an. Wir haben hier eine Spielzeit der einzelnen Kopfhörerchen von bis zu 5 Stunden. Und dann mit dem Charging Case gibt es nochmal bis zu 20 Stunden dabei. Das heißt, bis zu 25 Stunden kann man hier abspielen. Das Charging Case selbst, ihr seht es mal hier im Vergleich, ist recht kompakt geraten, ne? Ein bisschen von der dickeren Sorte, aber passt gut in eine Hosentasche rein. Aufgeladen wird das Ganze über USB-C. Das finde ich sehr, sehr schön. Da seht ihr es auf der Rückseite. Ein Käbelchen wird mitgeliefert. Und ansonsten, ja, der Kunststoff, ne, man hört schon, ist ein günstiger Kunststoff, so ein harter Kunststoff. Nichts Besonderes, da merkt man schon, dass hier der Preis relativ günstig ist. Hier in der Mitte, dort sehen wir eine kleine LED. Wenn wir aufklappen, dann leuchtet die auch entsprechend in einer Farbe, dass man sieht, ah ja, so voll ist hier der Akku noch in etwa. Innen drin steht dann schön mal Soundpeats groß aufgedruckt. Ihr seht, da liegen die Kopfhörer drin. Lassen sich sehr leicht hier rausnehmen und auch wieder reintun. Die muss man eigentlich irgendwie nur reinwerfen. Und das passt dann irgendwie schon. Von den Magneten her ist es auch schön fest. Also da fällt wirklich nichts großartig direkt raus. Finde ich gut gemacht. Wir haben hier noch ein kleines Knöpfchen zum Pairen. Das sieht man hier. Und ansonsten, ja, gibt es hier schon gar nicht mehr sehr viel mehr zu sagen, außer eins, was mir nicht so gefällt. Ich kann die hier ganz, ganz schwer einhändig öffnen. Also es geht, aber dann ist das Case auch so rutschig, dass es einem leicht aus der Hand fällt. Gerade mal so, ich sag mal, Situation, die Bahn kommt, ich will noch die Kopfhörer schnell anziehen und ich bin schon am Gehen und dann sind die halt irgendwie ein bisschen glatt. Aber das ist jetzt hier ein spezielles Thema. Ansonsten muss man hier wirklich reingreifen in diese Vertiefung und dann öffnen. Das könnte etwas einfacher gehen. So, aber schon jammern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Die Kopfhörer selbst, ihr seht, ein schönes Design, wie ich finde. Also recht klein und kompakt gehalten. Ihr habt hier in der Mitte so einen kleinen Metallgrill, der verhindert, dass hier Verschmutzung der Ohren bis zu den eigentlichen Lautsprechern durchwandern. Und es gibt auch noch andere Aufsätze, hier so kleine Silikonnupsis werden mitgeliefert. Und wir haben hier eine Touchfläche, mit der bedient man dann die Kopfhörer. Und da gibt es dann diverse Sachen, ich zeige euch gleich, wie es genau funktioniert. Kleine LEDs haben wir hier auch noch mit dran. Und ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sehen. Wir haben hier nochmal die Elemente, wo aufgeladen wird, also die Ladekontakte. Und keine Ohrerkennung. Das heißt, wenn man die reinsteckt ins Ohr oder besser gesagt aus dem Ohr rausnimmt, hört die Musik nicht automatisch auf zu spielen. Das gibt es hier nicht für 40 Euro. Aber was es gibt, ist eben eine Touch-Bedienung und die möchte ich euch hier mal kurz am Beispiel von meinem iPhone hier zeigen. Ich habe die jetzt gerade schon verbunden und die Bedienung ist folgendes. Achtet ein bisschen hier auf das Steuerelement. Wenn ich jetzt zweimal drauf drücke oder tippe, dann ist hier Pause, nochmal zweimal, dann wird hier wieder abgespielt. So, jetzt. Und das funktioniert echt in der Regel ziemlich gut. Pause und Play. Jawohl, aber das ist nicht alles. Wir können auch die Lautstärke ändern. Dafür ziehe ich das mal runter, achtet hier auf den Lautstärke-Button. Einmal tippen auf rechts, macht eine Stufe höher. Einmal tippen auf links, eine Stufe tiefer, tiefer, tiefer. Tiefer und höher, höher.
Ihr seht schon, das klappt echt gut. Man kann auch dreifach tippen, dann wird ein spezieller Gaming-Modus aktiviert, dann ist die Latenz nochmal geringer. Und ich hatte ja auch keine Probleme beim Videoschauen oder so, dass ich da Verzögerungen drin hatte oder ein Lag oder irgendwas, was gestört hat. Das war wunderbar. Und wenn man gedrückt hält, wechselt man durch die verschiedenen Modi durch. Wir haben einmal den Normalmodus, da ist einfach gar nichts aktiviert, ne? Kein Noise Cancelling, kein Pass-Through und sonst was. Nö, gar nichts, dann sind die einfach ganz normale Kopfhörer, erhöht natürlich die Akkulaufzeit etwas, dann haltet ihr gedrückt und dann ändert oder switcht ihr dann um auf den Pass-Through-Mode, also den Transparenzmodus. Und ja, der ist okay. Ne, man kann auf jeden Fall mehr von der Umgebung hören. Es fühlt sich aber bei weitem nicht mal entfernt so an wie bei den AirPods, wo man echt das Gefühl hat, da ist ja irgendwie gar nichts im Ohr, als hätte man da wirklich keine Kopfhörer im Ohr stecken. So ist er nicht, aber er ist brauchbar, dass man dann mal an der Bahn die Anzeige oder die Ansage gut hört. Ne, dafür ist der Transparenzmodus geeignet. Aber man merkt halt deutlich, dass hier noch Potenzial nach oben wäre. Also kein Vergleich zu den teureren, ich weiß, die sind viel teurer, zu den teureren AirPods. Dann das Active Noise Cancelling. Das ist der Modus, der uns alle interessiert. Ich habe das natürlich im Alltag hier ausgetestet. Heißt für mich, in der Bahn die Teile getragen, Noise Cancelling angemacht und wupp, ja, erstmal aufgefallen, man hört ein deutliches Rauschen, ja, und man hat so ein kleines Tick, 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 irgendwie so ein komisches kleines Geräusch, was man weit im Hintergrund noch hört, aber nur, wenn nichts abgespielt wird. Ansonsten fällt direkt auf in der Bahn dieses Brummen und was man so im Hintergrund hat, diese Hintergrundgeräusche werden sehr, sehr gut rausgefiltert, also wirklich gut. Stimmen dagegen eigentlich gefühlt gar nicht. Das heißt, wenn ihr da Leute hinter euch, neben euch sitzen habt und die unterhalten sich, boah, das hört man hier alles durch, ist generell ein Problemchen oder eine Schwierigkeit bei Noise-Canceling-Kopfhörern, aber die filtern Gespräche hier besonders schlecht raus oder Stimmen. Also Hintergrundgeräusche, würde ich mal sagen, werden echt gut rausgefiltert. Nicht so gut wie bei denen hier, nee. Aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mal die AirPods als 100% nehme, einfach mal so als Benchmark, würde ich sagen, die kommen hier etwa zu, ja, 70-75% an die AirPods dran, was so Hintergrundgeräusche anbetrifft oder auch den Verkehr, wenn man auf der Straße, in der Stadt unterwegs ist, ist das echt angenehm, wie hier reduziert wird. Aber eben bei Stimmgesprächen und sowas, da haben sie kein so besonders gutes Noise Cancelling. Aber für den Preis ist das echt fein, gerade auch in der Stadt oder in der Bahn, wenn es nicht allzu laut ist, hat man hier schon wesentlich mehr Ruhe, als wenn man jetzt das Noise Cancelling ausschaltet oder andere Kopfhörer trägt. Tragegefühl, sehr angenehm. Also ich habe die hier wirklich gerne in den Ohren gehabt, die haben nicht gedrückt, haben nicht wehgetan, sind mir nicht rausgefallen, haben sehr gut gehalten. Das fand ich wirklich hervorragend. Tja, und jetzt zum Schluss der Klang. Ist der Klang denn auch hervorragend? Nein, aber sehr gut. Also ich muss sagen, Soundpeats, die kriegen das irgendwie echt gut gebacken, hier günstige Kopfhörer mit ordentlichen Eigenschaften immer auf den Markt zu bringen. Keine Ahnung, wie die das machen oder warum andere das nicht schaffen, denn ich vergleiche ja immer, ich habe ja hier so einige Kopfhörer, mit denen ich vergleichen kann. Ich habe ja schon eine ganze Menge so in den Ohren gehabt mittlerweile. Das hier ist nur ein Teil davon. Und ich muss sagen, soundmäßig gefallen die mir wirklich gut. Musik hören macht hier absolut Spaß mit. Es ist ein ordentlicher Bass noch mit dabei, also ordentlicher Bass in Anführungszeichen, ne? Aber man hört so ein bisschen Wumms mit raus. Der ist vielleicht manchmal etwas zu stark ausgeprägt, könnte man sagen, dass da die Höhen so ein bisschen verdeckt werden. Ne, die Soundrange könnte natürlich auch ein bisschen breiter sein, aber insgesamt, ey, 40 Euro ist das hier wirklich ein schöner, ordentlicher Klang, den man hier rausbekommt, egal wofür. Filme schauen, Videos schauen, spielen, Hörbücher oder auch mal ein bisschen Musik, Rockmusik oder was auch immer. Also es macht einfach, kurz gesagt, Spaß, die Dinger hier zu benutzen und die liefern ordentlich ab. Ne? Natürlich immer auf den Preis betrachtet, aber auch so insgesamt würde ich sagen, auf jeden Fall besser als die, ein bisschen besser als die. Nicht ganz so gut wie die hier. Also insgesamt gibt es von mir aber hier absolut Kaufempfehlung, Daumen nach oben. Wer Active Noise Cancelling Kopfhörer sucht für einen schmalen Euro von 40 Euro, der kann ja bei den Soundpeats Live, ja, würde ich mal sagen, einfach zugreifen. Selbst mal ausprobieren und sich freuen, dass es mittlerweile für so wenig Euros so einen schönen, ja, Kopfhörer gibt mit ordentlicher Geräuschunterdrückung. Nicht High-End, aber sehr gut.
Ja, da habt ihr es. Das war's. Ne? Ein paar Vorteile, ein paar kleinere Nachteile. Nichts ist perfekt, auch nicht die Soundpeats Live, aber wie gesagt, ein sehr ordentliches Produkt. Ihr findet den Link hier unten in der Videobeschreibung. Mit 40 Euro macht man hier eigentlich echt überhaupt nichts verkehrt. Das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.